Hallo, ich bin Martin Schirdemann und ich würde euch heute gerne etwas über das digitale Grundgesetz berichten, das hier derzeit im Europäischen Parlament verhandelt wird. Und dabei handelt es sich um zwei große Gesetzgebungsvorhaben. Einerseits das digitale Dienstleistungsgesetz und andererseits das digitale Märktegesetz. Und im Moment liegen die beiden Vorschläge auf dem Tisch und die Konservativen setzen alles daran, diese Gesetze so weich wie möglich im Interesse der großen Internetgiganten, der großen Monopole zu gestalten. Und da habe ich natürlich was dagegen. Und deshalb werde ich heute Änderungsanträge vorschlagen, die sich einsetzen für ein Verbot von personalisierter Werbung, damit ihr nicht ständig zu Hause getargetet werden von den Großen, für ein Kooperationsgebot von Plattformen wie zum Beispiel Airbnb oder Booking.com, damit eure Mieten nicht weiter in den Himmel schnellen. Und natürlich setzt ihr mich auch weiter für Meinungsfreiheit im Internet, das heißt gegen Uploadfilter ein. Aber es geht vor allem auch darum, die großen Monopolstrukturen zu zerschlagen. Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft die Grenzen aufzuzeigen und den Markt zu öffnen für kleine und mittelständische Unternehmen und damit auch den Verbraucherinnenschutz zu stärken und damit ein besseres, ein sicheres, aber gleichzeitig auch ein freies Internet für euch zu sichern. Ich bleib dran und halt euch auf dem Laufenden.